So, und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, Freunde, es gibt mal wieder, also wahrscheinlich, guten Deutschrap, Digga. Der erste gute Song heute. Gehen wir mal rein und schauen mal. Was, der wird gehatet, der Song? Echt? Wieso? Also hier kommt der doch ganz gut an. Ich weiß es nicht, inwiefern. Sieht doch ganz gut aus. Wir gehen mal rein. Bro, was für ein Video, Digi. Aber ich glaube, der Farid, der ist auch so ein kleiner Anime-Fan, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie habe ich da immer so das Gefühl, der fühlt so Dragon Ball und so ein Shit, ne? Allein gegen alle, warte mal. Esther hatte, glaube ich, ein Album, das so hieß, ne? Allein gegen alle Album oder so? Ja, okay. Ah. Ey, warte mal, ist das dieser Song, in dem von dem Shindy irgendwie Lines geleakt hat? Habe ich im Urlaub auch am Rande mitbekommen, dass Shindy irgendwie Lines oder so vorher schon auf... Ja, ist der. Ah, okay. Okay, gut. Das habe ich nämlich irgendwie mitbekommen. Jede Missgeburt sagt, ich hätte meinen Biss verloren. Doch auch Ronaldo ist mal ein Jahr nicht in Form. War das alles Farid? Wir wollen den alten Farid. Asphalt Massaker 4, wann ist Album Release? Weißt du, was das Problem ist? Guck mal. Jetzt kommt dieses Intro, ne? Von wegen so, sie wollen den alten Farid und so. Wann hat er wieder das alte Feuer? Ich glaube, das Problem ist, von einem Kollegen, von einem Farid, von allen Leuten, die irgendwie schon krasse Alben hatten mit krassen Promophasen, vor allem wenn es dann auch vielleicht in so eine böse Richtung ging, in so Disses und Ghetto-Straße und so. Wenn du das immer wieder episch aufziehst, dass es irgendwann sehr schwierig wird, sich immer wieder zu toppen. Ne? Du wirst dann immer an diesen alten Sachen gemessen und bist irgendwann an diesem Punkt, an dem du gar nicht mehr die Erwartungen erfüllen kannst, weil du vielleicht dich auch verändert hast. Aber auch, weil die Leute natürlich immer einen immer höheren Anspruch haben. Und Nostalgie, das wisst ihr alle, hat eine riesige Macht. Mit Nostalgie wirken manche Sachen noch tausendmal krasser, als sie eigentlich waren. Dass du da immer wieder in Zugzwang bist. Ne? Du musst jedes Album aufs Neue sagen, jetzt wird's noch böser. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt werden wieder Mütter-Gif. Ne? Jetzt so immer dieser Film. Weil du immer wieder versuchen musst, irgendwie so an deine Erfolge anzuknüpfen oder die zu toppen. Ist, glaube ich, auch nicht einfach. Das ist alles Farid, wir wollen den alten Farid. Asphalt Massaker 4, wann ist Album Release? Weder Rück noch Künstler, du bist ganz allein. Hast Angst alleine, gehst nicht in Kampf alleine. Früher war dir scheißegal, wer vor dir steht. Heute denkst du nur noch an dein Portemonnaie. Jeder will, dass ich wie früher rappe. Wieso wie früher rappen? Ich kann es auch übertreffen. Nach 15 Jahren immer noch mit fester Haltung. Entweder mein bestes oder letztes Album. Asozialer Marokkaner, ich zerstöre dich und du wolltest Tracks fliegen, doch hast nur nen Köder geschluckt. Ja, geil. So habt ihr Fotzen wieder im Internet. Ah, er spielt jetzt drauf an, oder was? Aber das hat er doch safe noch spontan geändert, oder? Mach keinen Scheiß. Er hat es doch spontan noch geändert, glaube ich. Oder meint ihr, es war wirklich geplant? Digga, jetzt hast du ja schon fast das Gefühl, das könnte so Fake-Beef sein, Alter. Jetzt ist so diese Fake-Beef-Theorie irgendwie noch glaubwürdiger, ich weiß nicht, ja? So wie früher rappen, ich kann es auch übertreffen. Nach 15 Jahren immer noch mit fester Haltung. Entweder mein bestes oder letztes Album. Asozialer Marokkaner, ich zerstöre dich und du wolltest Tracks fliegen, doch hast nur nen Köder geschluckt. Ja, geil! So habt ihr Fotzen wieder im Internet gezeigt. Eure einzige Waffe ist die Hinterhältigkeit. Wenn die Ey, Digga, das erinnert mich voll an eine Line von mir. Weil ich dieses... Das ist die Hinterhältigkeit. Ich hab dir recht ähnlich gereimt und recht ähnlich geflowt, Digga. Aber ich weiß nicht mehr gegen wen. Die Verse oder so? So habt ihr Fotzen wieder im Internet gezeigt. Eure einzige Waffe ist die Hinterhältigkeit. Erinnert mich voll an die Line. Ja, ich glaube, es war gegen die Verse, ne? Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Ne, ist die Hinterhältigkeit. Ja, geschluckt, ja, kalt. So habt ihr Fotzen wieder im Internet gezeigt. Eure einzige Waffe ist die Hinterhältigkeit. Wenn die Spinner nicht erreichen, aus eigener Kraft wollen sie dich fallen sehen, denn du hast es alleine geschafft. AM4, ich teile auf die... Ja, gut, aber wobei man natürlich sagen muss, das verstehe ich halt auch nicht, ne? Bei dieser ganzen Shindy-Kollega-Farid-Bang-Geschichte, dann gibt es ja immer so diese ganzen Leute, die meinen, so nach dem Motto, boah, Shindy hat übertrieben, boah, Shindy muss vernichtet werden, wie kann man nur so weit gehen, so dieser Film. Ne? Er kommt jetzt auch so, das ist Neid, so, weil man hat es alleine geschafft. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ein Kollege und Farid haben einen Großteil
ihres Erfolges auch dem zu verdanken, dass sie große Namen gedisst haben ohne Gnade. Und ich finde es auch voll legitim, wenn das ein Shindy jetzt mal macht. Ist doch voll okay, kann er doch machen. Ist halt der gleiche Move, den die damals gebracht haben. Wenn du dir überlegst, wie Fanpost damals war, Digga. Wie sich ein Kollege gewagt hat, gegen irgendwelche großen MCs, die übelsten Lines zu kicken. Ja, oder auch ein Farid. So, das ist genau deren Tool gewesen und deren Masche. Von dem her ist das völlig legitim, kann er machen. Was heißt alleine geschafft? Ja klar, die haben irgendwo haben es alle alleine geschafft, aber natürlich haben die alle irgendwo Promo auf den Nacken von erfolgreicheren Künstlern gemacht. Ja, das war ja das Erfolgsrezept. Das hat doch funktioniert, haben sie auch gut gemacht. Ja, aber es war nun mal so. Eigener Kraft wollen sie nicht fallen sehen, denn du hast es alleine geschafft. Ah. Ein Vierteil auf diesem Rachefeld zu krass aus. Dass der Index sagt, die Rache fällt zu krass aus. Buchabbau. Okay, Fanpost für eine Antwort. Aber trotzdem gab es immer wieder Sticheleien. Ja, das darf man nicht vergessen. Stimmt, und hier war es ja auch eine Antwort. Hier könnte man es ja auch als Antwort bezeichnen von Shindy. Ja, und King, ja gut, ich rede jetzt nicht davon, dass es nie ein Album gab, was nicht irgendwie sonst erfolgreich wäre. Aber ein Großteil waren ja Disses, womit sie ihre Bekanntheit erreicht haben. Ja, Disses, Beefs. Anzetteln gegen erfolgreichere, gehyptere Künstler. Ja, das war das Erfolgsrezept. Jetzt unabhängig davon, ich behaupte jetzt nicht, die haben einfach nur gedisst und waren kacke. Das natürlich nicht. Die haben gute Songs gemacht, die haben Dings. Der hat alles gepasst, aber natürlich war ein großes Tool Beef, Streit und Punchlines gegen etablierte Künstler. Auf diesem Rache fällt zu krass aus, sodass der Index sagt, die Rache fällt zu krass aus. Bucherboxen und Feuerzeuge, weil sich die Probleme mit der Steuer häufen. Du hast deine Karriere im Rap zerstört. Mit Fans scammen wie Webcam Girls. Jetzt ist er uns dein Rap zerstört. Mit Fans scammen? Fans scammen? Fans scammen? Dirt. Mit Fans scammen wie Webcam Girls. Jetzt ist er uns dann, hat er mich endlich hype. Für 2000 Boxen wie beim Influencer Fight. Legende der Straße zum Gangster Rap Paten. Es ist wie der Urknall, ein Banger schafft alles. Beim Debütalbum dachte ich mir, ich fronte die Szene. Beim zweiten Teil konnte ich von Rap nicht leben. Asphalt Massaker 3 mein Comeback gewesen. Doch dieses Mal werd ich komplett zersägen. Er macht auf jeden Fall Ansage, Digga. Mein Comeback gewesen. Werd ich komplett zersiegen. Krieg mit Majors, alleine gegen alle, kein Team, nur Gegner. Mich als Feind zu haben, ist ein Riesenfehler. Der letzte Überlebende der Street-Rap-Ära. Ja gut, weil jetzt Leute meinten, das Ding wird irgendwie gehatet auf Twitter. Gut, Digga, das ist ein kleiner Teaser. Ne? Es ist ein kleiner Teaser, wird ein bisschen gestichelt gegen Shindy. Ich finde, das macht Bock auf mehr. Du hast auf jeden Fall Bock so. Du denkst, okay, mal gucken, was noch kommt. Das haut dich natürlich jetzt nicht voll von den Socken. Ist eher so ein kleines Geschmäckle. Ne? Es hat so ein kleines Geschmäckle, so ein kleiner Keks. Hier, probier mal, danach gibt's Mittagessen. So dieser Film. Ne? Ich habe auf jeden Fall Bock. Vor allem, weil man muss natürlich auch sagen, gerade im heutigen Deutschrap so ist sowas nun mal für mich zumindest immer wieder erfrischend. Ja, so ein bisschen dieses klassische Deutschrap-Ding, Streetrap-Punchlines gibt es halt nicht mehr so oft. Deswegen freue ich mich, dass es sowas immer noch gibt. Und wir werden es auf jeden Fall reinziehen, was da so kommt. Ja, und vielleicht gibt es ja nochmal was Richtiges gegen Shindy. Ich denke jetzt mal nicht, dass es das war. Das klang eher wie so ein Appetithäppchen. Ist halt ein Intro, genau. Ne? Von dem her, ja gut, also ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Hate ihr da redet so oder was da genau abging. Ja gut, kannst du nicht ernst nehmen, was willst du da haten so? Ist doch on fleek gerappt, ist auf die Thematik eingegangen und macht halt Appetit. Ja, und ich glaube, um viel mehr ging es auch gar nicht. Ja, das ist ja noch nicht mal ein richtiger Song. Auf Twitter wird alles gehatet, selbst ein Jiggy wird bei Twitter gehatet. Ja, aber das ist halt Twitter, Bruder. Da werde auch ich gehatet. Ist ein geiles Farid-Intro, weil allgemein nichts mit Farid anfangen kann, wird hier auch nichts geil finden. Ja, genau. Also ich denke, da kann man schon, ich glaube für die Fans ist es ganz geil und da kam es ja auch nicht schlecht an, ja, aber trotzdem krass, also ich meine 570.000 für so ein Intro ist immer noch krass, aber es ist schon heftig, wie krass diese ganzen YouTube-Klicks eingebrochen sind im Vergleich zu früher, ne?